Hallo, liebe Leute. Ja, ich habe heute den Silas hier dabei. So sieht er aus. Ihr kennt ihn ja schon aus einem Video. Und Silas ist einer meiner neuen Co-Tutoren. Und ich habe ja gesagt, wir stellen ihn vor und wir gucken einfach mal, wie der denn so tickt. Erstmal hallo, Silas. Hi zusammen. Und ja, dann sprechen wir jetzt einfach mal ganz locker flockig. Einfach nur, wir machen einfach ein kleines Gespräch daraus, dass ihr ein bisschen Silas kennenlernt, dass er einfach mal so ein bisschen was von sich auch erzählt oder was er dann sofort auf dem Kanal und so. Und dann starten wir einfach mal. Wir sehen hinten schon hier deine Les Paul Custom von Gibson. Genau, ja. 1915er Les Paul Custom. Ja, genau. Sehr gut. Das fand ich extrem geil, die Aktion. Das war so genau mein Humor, so, weißt du? Und ich glaube, irgendjemand hat auch unter das Video dann gepostet, hey, warum hast du die abgeklebt? So ja. Ja, keine Ahnung. Es wird immer Leute geben, die einen Scherz nicht richtig verstehen. Aber ja, vielleicht hat das auch verstanden und es war ein Scherz von ihm, keine Ahnung. Ja, oder so, irgendwie. Ja. Ich glaube, ihr hattet dann noch irgendwie dann geschrieben darunter oder so. Ne? Ja, dann erzähl mal einfach mal was von dir. Locker flockig mal runter, so würde ich mal einmal ja kennenlernen. Also ich bin der Silas, ich bin jetzt 19 Jahre alt, ich spiele Gitarre. Also ich habe angefangen, glaube ich, mit 8 Jahren ungefähr bei meinem Opa. Da habe ich erst noch Akustikgitarre gespielt. Wie man sieht, spiele ich ja eigentlich mit links, aber damals habe ich noch mit rechts angefangen. Ja. Und irgendwie bin ich dann nie so wirklich auf Geschwindigkeit gekommen. Deswegen habe ich so, also Dezember 2015 angefangen, einfach auf links zu wechseln, was dann eigentlich auch jetzt recht gut geklappt hat. Also ich kann Sachen spielen, die ich mir damals nie erträumt hätte, sage ich mal. Ja. Wobei ich jetzt nicht wirklich schnell bin oder so, aber besser als davor. Genau. Nicht schlecht. Genau. Ich schaue schon eine Weile deine Videos. Ja. Habe auch ein paar Songs schon gelernt mit deinen Videos und dann habe ich mir gedacht, kann ich ja auch selber mal Videos machen und mein Wissen weitergeben sozusagen. Genau, ja. Das ist auf jeden Fall super interessant. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit dem Rechts-Links. Ich bin auch ganz ehrlich, ist mir so noch nie untergekommen, dass jemand, also man hat das manchmal, dass ein Gitarrenanfänger, der eigentlich Linkshänder ist zum Beispiel, auf rechts spielt, weil viele Leute sagen, komm, ist egal, mach mal. Oder auch, dass man links dann anfängt und sagt, irgendwie funktioniert es nicht, ich mach dann rechts weiter oder so. Ne? Aber dann so lange im Endeffekt, ne? Nicht schlecht. Ja, es gibt auch viele Gitarristen, die eigentlich Linkshänder sind, aber mit rechts spielen und da gut klarkommen und so, aber ich denke, das ist von Person zu Person abhängig so. Ja, richtig. Also ich kann es auch Linkshändern, die mit rechts spielen und irgendwie nicht weiterkommen, empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, mit links zu spielen. Vielleicht hilft es ja. Geile Sache, weil wir hatten nämlich mal in einem Frage-Antwort-Video hatten wir das Thema Linkshänder oder da meinte einer so, ich bin ja eigentlich Linkshänder, aber irgendwie ich weiß nicht, ob er dann gesagt hat, ob ihm eine Rechte ganz gut steht oder ihm wurde eine Rechte empfohlen oder irgendwie sowas. Und er hatte damals sogar noch einen Gitarrenlehrer darunter geschrieben, sagt er, nee, bei ihm gibt es das nicht, bei ihm würde man nur auf rechts spielen. Man hat das sich anzueignen. Und das ist nicht mehr modernes Gitarrenunterrichten. Wenn man Linkshänder ist, dann sollte man, und wenn man das gut findet, wie du es halt sagst, ich habe auch 2 Linkshänder bei mir im Unterricht aktuell, gut, die spielen Linkshänder Gitarren, ich hatte das aber auch schon, dass Linkshänder da sind und die dann Rechtshänder sind. Normalerweise, ich glaube, ich frage mal meine ganzen Leute, ey, ist irgendjemand, der die Gitarre auf rechts spielt, Linkshänder von euch, weil man weiß das im Endeffekt ja nicht, ne? Wenn die ganz normal spielen, ne? Vielleicht mal, wenn die mal irgendwas schreiben oder so, ansonsten sieht man das ja meistens nicht. Ne? Sehr, sehr interessante Info über dich. Und wie kam das jetzt dazu, dass du jetzt sagst, hey, folgst du meinem Aufruf von wegen Co-Tutor und so, erzähl da mal ein bisschen was drüber. Ja, genau, ich wollte mich sowieso mal mit auch Videobearbeitung und sowas befassen und deswegen war es eine gute Gelegenheit, nicht nur also ja die Fähigkeiten dazu erlernen, sondern auch ein bisschen ja Gitarre spielen beizubringen. Vielleicht will ich auch mal Gitarrenlehrer werden, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, oder mal selber Schüler haben und da hilft es ja nur. Und da du ja schon eine Online-Plattform hast, ist es eigentlich eine gute Gelegenheit, dass man da schon ein bisschen
Klicks bekommt, sage ich mal. Ja, definitiv, dass man sich einfach mal schon mal so bekannt macht, dass man das schon so ein bisschen als Referenz halt auch dann ansetzen kann. Ne? Auf jeden Fall. Das Schwierige ist, du bist natürlich nicht der Erste und bis jetzt der Einzige, mit dem ich dieses Thema Co-Tutor durch habe. Ich habe einige Leute, die auch schon etwas länger auf meinem Kanal unterwegs sind, und da sind auch ein paar, ich sage jetzt mal, Berufsmusiker oder sogar auch Gitarrenlehrer dabei oder auch viele, die wirklich schon sehr, sehr gut sind, und die habe ich dann halt angefragt, hey, möchtest du nicht irgendwie Co-Tutor sein? Du gibst immer total die guten Tipps in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel oder auch so, ne? Und manche haben dann gesagt, okay, ich gucke mir das mal an, ich mache mal so ein Probevideo, und dann haben die gesehen, also irgendwie ist das doch nicht mein Ding. Oder manche sagen, boah, das ist viel zu viel Arbeit, oder ey, das ist, keine Ahnung, wenn ich dann anfange, dann zu spielen, ich kriege nichts mehr erklärt oder ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Ich fand so in deiner ersten Lesson, das war ja von Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, das erste Melodie-Solo. Wir haben jetzt auch schon ein zweites Video, Leute. Das kommt jetzt quasi hier nach diesem Video. Und da ist auch ein so kleines Gimmick wieder drin, aber ich verrate schon wieder fast zu viel. Auf jeden Fall, ich fand, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Wirklich. Danke. Also schon mal ein Lob von mir. Allein erstmal natürlich dann die ganze Technik mit der Kamera, mit dem Sound und so. Da haben wir beide aber auch schon im Vorfeld, das kriegen die Leute ja so nicht mit, aber haben wir halt so Probevideos uns hin und her geschickt. Und ich habe mir das halt angeguckt und so. Das hast du wirklich super gemacht, das muss ich wirklich sagen. Ne? Dankeschön. Aber das ist halt so eine Sache, es gibt halt viele Leute, die gut Gitarre spielen können, aber dann kennen sie sich halt nicht mit der Technik aus oder die können da nicht so gut erklären oder so. Ne? Man merkt zwar bei dir beim ersten Video auch so eine gewisse Distanz noch an, ne? Das ist auch vollkommen normal, das wird sich auch erstmal einspielen, aber dafür, für so ein schwieriges Ding, hast du das wirklich super gemacht. Ne? Wirklich, muss ich so sagen. Ich freue mich dann auf die nächsten Videos. Was ist denn so generell so dein Stil? Was spielst du so selber privat für dich? Was machst du da so? Ja, also ich höre eigentlich meistens so Rock, Hard Rock und Metal, so in die Richtung. Aber ich bin auch so für andere Sachen offen. Zum Beispiel habe ich neulich Rondo alla Turca von Mozart gelernt. Cool. Das könnte ich vielleicht auch mal in der Lesson aufbringen. Oder ja, auch generell so klassische Songs gefallen mir eigentlich auch. Das ist schon mal sehr cool. Dass, wenn du jetzt sagst, hey, so Klassik interessiert dich im Endeffekt auch so. Klar, wenn ich habe sehr, sehr viele Leute so schon kennengelernt, die so zum Beispiel aus dem Metal auch in den Klassikbereich reingewechselt sind. Und es gibt ja auch im Metal diese Neoklassik, ne? Um irgendwie Malmsteen, sage ich jetzt mal, ist da so der berühmteste Vertreter und so. Finde ich zum Beispiel auch total geil. Und Klassik ist wirklich auch an der Gitarre, wenn man sich wirklich damit intensiv beschäftigt, ist das auch mega schwierig. Also eine Lesson wäre auf jeden Fall cool. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie das ankommt. Ich mache das immer mal wieder zwischendurch mal im Unterricht mit Schülern, aber so eine Lesson oder so habe ich da noch nie zu gemacht. Für Lisa habe ich dazu mal eine Lesson gemacht. Mache ich auf jeden Fall so. Für Lisa mache ich zum Beispiel sehr, sehr oft so dann an der Gitarre. Aber es wird auch super wenig nachgefragt. Also so richtig klassische Musik, Klassikgitarre. Ne? Aber finde ich auf jeden Fall cool. Sehr, sehr cool, dass du dir das anguckst, weil das zeigt so ein bisschen, dass du so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaust. Ne? Und die Gitarre halt als Ganzes dann so ansiehst. Was für Lessons sind denn so geplant oder was hast du vor zu machen? Worauf können sich die Leute freuen? Also ich wollte jetzt dann was in Richtung Metal machen, also entweder was von System of a Down, zum Beispiel Suggestions, der Song, der gefällt mir, oder was von Killswitch Engage, aber den müsste ich auch noch erstmal richtig lernen, My Curse. Wurde auch in der letzten Lesson was, also das, wie heißt es, von Eagles, Hotel California, wurde auch nachgefragt. Ja, genau. Also kann ich auch noch kein Stück spielen, aber wenn ich es mal lerne, ich meine, besteht wahrscheinlich auch große Nachfrage, weil Solo ist ja sehr bekannt. Vielleicht kommt es auch da. Habe ich auch nie gemacht, mache ich auch zwischendurch mal im Unterricht, aber du wirst sehen halt, man kann, es gibt zu viele Songs, von denen man eine Lesson machen kann. Im Endeffekt kann man ja zu jedem Song eine Lesson machen und es ist einfach dann hast du ein paar abgearbeitet und dann kommt der nächste und sagt, ey, kannst du mal das und das? Und denkst du, okay. Du hast ja auch schon so reingeschnuppert, wie viel Aufwand das im Endeffekt ist, ne? Mit Kamera und keine Ahnung, mit Vorbereitung, Nachbereitung und natürlich, man muss auch gut spielen können. Das ist natürlich das Grundsätzliche. Ne? Genau. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe total oft so die Leute, die sagen, ey, das ist jetzt schon der 20. Versuch. Also die machen so ein Video dann von sich, wie sie dann immer spielen und sagen, 20. Versuch und irgendwie, es haut irgendwie nicht hin, das ist meine beste Version und komm, ist mir jetzt egal und du siehst halt
die brechen sich voll dann ab und so und dann sagen die, ja, wenn der Aufnahme-Button dann quasi nicht mehr leuchtet, also wenn die Kamera nicht mehr läuft, dann spielt man wieder normal und das ist halt... Das ja, kenne ich auch, ja. Dafür hast du das extrem geil gemacht, weil du hast ja jetzt bei deinen Lessons hast du quasi den Originalsong mit reingespielt. Ne? Da müssen wir übrigens mal ein bisschen gucken. Ich beobachte das mal, weil es bei YouTube halt so generell dieses Thema gibt mit Urheberrecht und gerade so Guns N' Roses oder so. Ich hatte aber jetzt zu deiner Lesson keine Markierung oder so bekommen. Also so, dass die gesagt haben, hier, okay. Dass, da ist der Originalsong mit reingepackt oder sowas. Ne? Müssen wir einfach mal schauen. Fand ich auf jeden Fall wahrscheinlich cool. Wegen dem Pitch-Shifting, weil es dann halb zum Hörer war vielleicht. Ja, das hat, diesen Trick hat eigentlich YouTube schon seit langem erkannt. Das ging früher okay. mal, aber die sind ja auch nicht ganz doof. Die sind jetzt nicht die hellsten, aber die ganz doof sind sie dann trotzdem nicht. Aber es, ich weiß so. Nicht, auf jeden Fall hat das dann gepasst. Ne? Es, normalerweise okay, kriege ich dann eine E-Mail von wegen, hey, da ist so ein Originalsong eingebaut und so. Da müssen wir mal schauen, wenn der Urheberrechtsinhaber jetzt damit einverstanden ist, lassen wir das Video erstmal online. Der hätte aber dann das Recht, das immer dann zu löschen. Ne? Habe ich übrigens bei allen Guns N' Roses Tutorials bei mir, obwohl ich da auch okay. nicht den, das Original mit eingespielt habe. Ne? Deswegen, wir schauen einfach mal. Ich fand das auf jeden Fall cool, wie du da drüber gespielt hast. Das war halt 1:1 darüber. Das war nicht irgendwie improvisiert oder es war nicht irgendwie so, ja, so, ach, das ist jetzt so mein Stil oder irgendwie, ich mache das so frei, locker nach Schnauze, sondern es war Note für Note genau auf dem Song. Und das ist geil. Das ist halt die höchste Präzision, die man eigentlich erreichen kann. Und das schon mit 19 Jahren. Super. Ja, ich probiere das immer relativ genau zu machen, auch, dass es keine Fehler gibt. Genau, genau. Also, wenn du halt mal sagst, du willst mal so Gitarrenlehrer werden oder sowas, dann ist das, was du jetzt vorhin gesagt hast, mit Hotel California, sagst du, kannst du noch nicht spielen, weil mit 19 kann man halt noch nicht alle Songs spielen. Und ich auch mit meinen 35 Jahren, ich habe manchmal Leute, die sagen, ja, den und den zum Beispiel irgendwie, spanische Flamenco, den und den Song, keine Ahnung, kennt keiner, wurde über Generationen irgendwie über die Familien übertragen. Kannst du den spielen? Ich so, nee, ganz ehrlich, ich kann auch nicht alles. Ich bin erst 35 Jahre auf der Welt und spiele erst, keine Ahnung, ne, irgendwie 20, 25 Jahre Gitarre und das, man kann halt nicht alles dann irgendwie können und machen und so. Aber ich kann es mal dann gucken, ne? Und das, was du sagst, Hotel California, ne, schaut man sich an, muss man so ein bisschen üben und so, aber das ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft, die man als Gitarrenlehrer braucht. Gerade in der heutigen Zeit. Also, ne? Hast du denn noch irgendwas, über was du sprechen möchtest? Oder noch irgendwas? Naja, also danke für die Klicks und die Views und alles. Also und danke für euer Feedback. Es war ultra nett, was ihr da so geschrieben habt. Ja. Und ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann euch nur die nächste Lesson, die kommt, das ist, was war denn das jetzt nochmal? Das zweite Melodie-Solo von... Genau. Ja, genau. Ja. Ne? Das kann ich nur euch anraten, auf jeden Fall anzuklicken, weil, wie gesagt, da hat Silas wieder so einen kleinen Gimmick reingepackt und ich habe, als ich das entdeckt habe, habe ich total gelacht. Also es war super cool. Aber das ist halt das Geile, das schmälert nicht die Qualität von dem Tutorial, sondern es ist einfach nur, um das aufzupeppen. Finde ich total gut. Wirklich. Also da ist so mein okay. Go, sowas mit einzupacken. Ist total geil. Da lasse ich die alle Freiheiten. Was du halt machen kannst. Du kannst halt alle Songs machen, kannst sie halt präsentieren, wie du magst. Die Qualität muss halt stimmen, ganz klar. Ne? Aber das passt halt und wie gesagt, das, ich weiß nicht, morgen oder dann übermorgen schalte ich das Video dann online und also ich muss jetzt noch hochladen und dann, ja. Dann schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall witzig. Okay. Weil zu dem Song muss man ja auch sagen, gibt es auch schon 30.000 Millionen Tutorials und man muss sich halt ein bisschen abheben. Ne? Und das, ich finde es geil. Ja, das stimmt, ja. Ich find's auf jeden Fall geil. Ja gut, liebe Leute. So, dann haben wir schön ein bisschen gequatscht. Ihr habt den Silas kennengelernt. Wenn ihr noch Fragen oder so habt, unter dem Video hier habe ich seine Kontaktdaten auch verlinkt. Guck mal, da kommt eine Katze. Hallo. Hallöchen. Ja, wir haben ja auch drei Katzen und ach, echt? Ja, okay. Die kommen auch manchmal hier so. Oder wenn ihr dann wir haben gehen. Vier. Ach, vier, auch nicht schlecht. Ach. Eins mehr, ja. Sehr schön, cool. Ja, hast du, jetzt wo du die Gitarre da hast, auf was hast du die gestimmt? Die steckt da? Die ist auf Drop D. Drop D. Kannst du da irgendwas eben drauf zocken, was du gerade gemacht hast oder machst oder irgendeinen Riff? Ich könnte mal Rondo a la Turca zeigen. Ich weiß noch nicht, ob man es dann hört. Mach mal einigermaßen laut. Hört man das? Ja, ein bisschen lauter vielleicht noch. Ah, Mist. Thank you.
Sehr, sehr cool. Ja, man merkt, du guckst sie halt jetzt gerade erst an und jetzt vorspielen und so. Ja. Klar. Aber zum Beispiel Killswitch Maya Curse finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Hast du es mitbekommen, dass sie wahrscheinlich ihren alten Sänger wieder akquirieren? Oh, ja, ja. Das wird auf jeden Fall. Also ich fand jetzt den neuen alten, fand ich jetzt eigentlich auch ziemlich cool. Aber ich bin auch mit dem alten groß geworden, mit der Band. Ich hatte die auch zweimal habe ich die live gesehen und waren früher auch so eine meiner Lieblingsbands so im Chorbereich. Ne? Jetzt ist es halt alles so ein bisschen satt gehört, aber so Minecraft ist natürlich super, super geiles Lied und was man auch als, was heißt Drop D oder Drop Tuning Anfänger eigentlich ganz cool spielen kann. Auf jeden Fall. Ja, genau. Sehr schön. Ja gut, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an Silas habt, einfach entweder hier unter das Video oder ihn persönlich kontaktieren und dann seid gespannt auf die nächste Lesson. Macht's genau. Gut, liebe Leute. Danke, ciao. Ciao, ciao.